eingeschlafener Stoffwechsel, ständig müde, ein paar Pfunde zu viel, obwohl du versuchst, diese loszuwerden, dann kann dieses Video Gold wert sein für dich. In diesem Video werde ich dir genau erklären, welche Parameter wichtig sind, damit du weißt, ob du unter dem metabolischen Syndrom leidest und welche Blutwerte dabei zu messen sind, sowie was du dagegen tun kannst, um das nicht einfach so hinzunehmen, sondern anhand von Goldschnittstudien zu verifizieren und vor allen Dingen aufzudecken. Das metabolische Syndrom zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es zu 5 Manifestationen kommt, die durchaus als pathologisch angesehen werden können. Zunächst gehen wir diese durch, um dann die 5 Tipps zu erfahren, worauf ihr quasi aufbauen könnt. Also Punkt Nummer 1. Die Parameter, die zu messen sind oder zu beobachten wären. Erstes. Abdominales Fett, wozu auch gerade viel Bauchfett dazu gehört. 2/3 der Männer, das heißt 67%, und die Hälfte der Frauen, ca. 53%, in Deutschland sind übergewichtig. 1/4 der Erwachsenen, das heißt 23% und 24%, sind quasi adipös sogar noch. Zweitens, eine gewisse Insulinresistenz. Ja, diese kann man nicht alleine mit einem Blutzuckermessgerät bestimmen. Ja. Diese korreliert zwar damit, ist aber nicht kausal. Kausal ist der HOMA-Index. Ja, das ist die Sensitivität deines Insulins. Ja. Und diese wird dadurch gemessen im Blut. Das Hormon, das Zucker in die Zellen zieht, aus dem Blut quasi in die Zellen, das macht Insulin übrigens als Nebeninfo. Damit einhergehend aber auch mögliche höhere Blutzuckerwerte, sowie eine Müdigkeit, die sich manifestiert. Denn die Nahrung kann nicht mehr in die Zellen aufgenommen werden, da diese voll sind, wie ein Koffer, der nicht weiter gepackt werden kann. Also verbleibt der Rest im Blut, oder weil das Insulin nicht mehr gut wirkt, weil es sich an die hohen Blutzuckerwerte gewöhnt hat. Drittens bis fünftens zu hohe Triglyceride, das heißt TG oder TAG auch genannt. Zu wenig HDL, Cholesterin, und zu viel LDL und allgemeines Cholesterin, ja. Das Gesamtcholesterin spielt dabei hier eine untergeordnete Rolle und ist kein Indikator für einen pathologischen Befund in der Abwesenheit von HDL und LDL und Triglyceriden. Das sieht man in einer Meta-Analyse zur Herz-Kreislauf-Erkrankung, die immer noch die Todesursache Nummer 1 weltweit wie auch deutschlandweit sind. Dort kam es quasi zum höchsten Anstieg des Risikos bei der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und zwar um den Faktor 3,31 höheres Risiko bei den Triglyceriden zur HDL-Verhältnisgruppe. Dies ist statistisch signifikant, sowie auch LDL, HDL und Triglyceride alleine. Was aber nicht statistisch signifikant war, war das gesamte Cholesterin. Wie auch hier ich schon sagte, lasst euch nichts erzählen. Ja? Ausschnitt aus meinem Video, wo ich meine Blutwerte mal vorgestellt habe. Verlinke ich euch mal hier. So, nun wissen wir alle Merkmale, die Menschen haben und wie man diese bestimmen kann. Kommen wir nun zu den Stoffwechselwegen, damit ihr versteht, wie dieses vonstatten geht und wie es dazu zu der Manifestation quasi kommt und vor allen Dingen, was ihr tun könnt. Das ist ganz wichtig. Wie kommt es zu der Müdigkeit? Insulinresistenz sowie höhere Blutzuckerwerte, vor allem die Gesamtzunahme davon, ja, ist ein Problem. Ja. Das Ziel unseres Körpers ist es, aus Nahrungspartikeln ATP, Adenosintriphosphat, zu generieren. Den universellen Energieträger bei uns. Das macht er mit Kohlenhydrat und Fetten sowie Sauerstoff, den wir einatmen. Daraus entsteht dementsprechend ATP, Wasser und CO2, das wir ausatmen. Proteine gehen auch, macht der Körper aber ungern, da Bicarbonat verbraucht wird einfach, unser Basenpuffer im Körper, damit aus dem Ammoniak dementsprechend Harnsäure gebildet werden kann, denn Ammoniak ist sonst ein Zellgift halt, ja. Also, essen wir zu viel, zu oft oder zu viel raffinierte und isolierte Nährstoffe, wie zum Beispiel isolierter Zucker, zu viel Öle, also zu viel Proteinisolate, ja. So, und vor allen Dingen sind defizitär in der Alpha-Liponsäure, passiert Folgendes. Hier sehen wir den Weg, wie unser Körper ja, aus der Glykolyse, ja, später in den Kraftwerken, im Zitratzyklus und später in der Atmungskette ATP generieren. Das führt dann zu einem temporären Überschuss an ATP, der ATP aber negativ rückgekoppelt ist. Das heißt, wenn wir zu viel davon zuführen und zu viel generieren auf einmal, wird dein Körper diese Stoffwechselwege blockieren. Dein Zucker und deine Milchsäure steigen im Körper. Deine Zellen gewöhnen sich an den hohen Blutzucker und du entwickelst eine Insulinresistenz und übersäuerst, da der Körper Zucker vergärt zur Milchsäure, ja, dem Anion, also Laktat genau genommen, ja, und dabei eben der Zucker nicht veratmet wird, ja, in den Mitochondrien, sondern quasi dadurch
Milchsäuregärung passiert. Ja? Die hohe Zuckerkonzentration in den Zellen führt auch dazu, dass die Glucose, genau genommen die Transporter, GLUT4 auch genannt, nicht mehr gut arbeiten. Denn diese lässt die Glucose über einen Konzentrationsgradienten in die Zelle fließen. Dies kann nicht mehr passieren und der Zucker verbleibt quasi im Blut, da deine Zellen schon voll sind mit Zucker. Doch wieso steigt jetzt die Blutfettwerte allgemein? Ja, ganz einfach, der Zucker wird in einen Stoffwechselweg namens de novo Lipogenese eingeschleust, weil der Körper nicht mehr weiß, wohin damit. Das passiert durch die Leber, denn dort werden dann Triglyceride aufgebaut daraus. Das heißt, wir generieren neues Fett. Das heißt Lipogenese, Fett und dann Genese, ja, Aufbau. Und so entsteht zuerst die Fettleber, durch zu viel Zucker auch. Das führt dazu, dass die Leber ihre Funktion verliert. Daher wird sie auch einen gewissen Teil natürlich auch ins Blut abgeben, indem die Leber quasi es an Proteine bindet. Die Lipoproteine. Das passiert zuerst dann über die VLDL-Transporter. Und das ist dann dementsprechend dieses, was dann abgegeben wird. Ja? Diese heißen auch Very Low Density Lipoproteine. Ja, der Proteinanteil ist sehr, sehr gering und der Fettanteil ist sehr, sehr hoch. Da der Fettanteil sehr, sehr hoch ist, verlieren diese im Blut Triglyceride. So kommt der Anstieg des Bluts zustande. So haben wir es gelernt, ja? Diese werden dann über LPL, das heißt Lipoproteinlipase, ein Enzym gespalten und führen zu Verfettung des Gewebes. So entsteht das viszerale Fettgewebe um die Organe halt, ja? Das wisst ihr, wie das entsteht. IDL bleibt übrig, ja, von diesem VLDL, wo das Triglycerid abgespalten worden ist, und geht dann zurück zur Leber. Dieses wird dann mit Hilfe der Leberlipase zu LDL umgewandelt und in die Blutbahn abgegeben. So kommt es zum höheren Werten dementsprechend vom LDL. Dieser Prozess führt gleichzeitig dazu, dass HDL sinkt. Daher kommt die sinkende HDL-Konzentration zustande. LDL wird dann zu den Organen transportiert, da das Cholesterin auch wichtig ist für die Zellmembranen. Aber ist auch davon zu viel da, so verbleibt das restliche Cholesterin quasi im Blut, ja? So wie das LDL. Da die Zelle auch hier voll ist wie ein Koffer und nicht mehr aufnehmen kann. Dass jetzt zu wenig HDL da ist, um das überschüssige LDL, denn das macht das HDL, wieder zurück zur Leber zu transportieren und raus aus dem Blut, ja, haben wir eben ein Problem und kommt es zu Verfettung quasi, vor allen Dingen auch Bauchfett und so weiter. Ja. Der hohe Zucker und das Salz führt dann zu osmotisch aktiven Verfahren, ja. Und dadurch nimmt das Blutvolumen natürlich auch zu und der Blutdruck steigt und du wirst Risikopatient Nummer 1 für alles Mögliche. Kommen wir nun zu den 5 Säulen, die wichtig sind in der Reihenfolge, was du tun kannst. Intermittierendes Fasten ist so wichtig. Da ist ATP-Überschuss, der rückgekoppelt wurde, um alle Stoffwechselwege zu blockieren, und die Insulinresistenz abbaut. Dabei isst man nicht unbedingt weniger Kalorien, sondern eher seltener. Das heißt, die Energie wird nicht immer direkt aus der Nahrung gewonnen, sondern es muss auch an die Reserven, aus dem Blut, aus dem Gewebe, aus den Zellen herangegangen werden. Dies führt wieder zu Anregung des Stoffwechsels, Aufhebung der ATP-Blockade sowie Senkung des Blutzuckers und des Insulins sowie der Blutfettwerte. Goldstandard-Studien zeigten genau das, die Technik, mit der die Energierestriktion erreicht wird, ob intermittierend oder kontinuierlich, scheint die durch die Gewichtsabnahme aktivierenden Biomarker des metabolischen Syndroms zu mildern. Ja? Und das ist eben sehr, sehr schön zu sehen. Ja? Als zweites ist Sport zu nennen. Dieser ist noch effektiver, wenn man ihn nüchtern betreibt, um diese obigen Effekte, was ich gerade genannt habe, noch zu verstärken, sodass der Körper jetzt auf jeden Fall auf die Reserven zurückgreifen muss, wenn du nüchtern bist. Ja? Oder eben nach dem Kraftsport noch Cardio machen. Gerade die Kombination zeigt statistisch signifikante Verbesserungen in einer Goldstandard-Studie, sehen wir hier. Als drittes ist die Ernährung zu nennen, denn diese sollte so viele ballaststoffreiche Lebensmittel enthalten, wie es einfach nur geht. Denn diese haben ein großes Volumina und füllen euch damit sehr gut aus, sodass der Magen nicht leer bleibt. Ebenfalls wird Cholesterin über die Gallenflüssigkeit ausgeschieden und diese wird durch Ballaststoffe getriggert. Der weitere Vorteil ist, dass der Zucker in den Lebensmitteln so viel langsamer aufgenommen wird, sodass keine großen Zuckerpeaks im Blut zustande kommen können. So sieht man, dass eine mediterrane Diät den Goldschnallstudien das metabolische Syndrom verbesserte. Hülsenfrüchte mit Kohlgemüse und Avocados stellen hier dabei eine sehr, sehr gute Mittagsmahlzeit und Abendsmahlzeit dar. Und Joghurt sehr zu empfehlen, ja, mit zum Beispiel Früchten und Beerenfrüchten für den Morgen.
Kommen wir nun zu Punkt 4, das ist der Stress, denn dieser führt zum Anstieg von Stresshormonen und zum zusätzlichen Anstieg des Blutzuckers durch Glucagon aus der Leber. Und dadurch fördert es wieder die Insulinresistenz. Dazu eignen sich vor allen Dingen Meditation einmal am Tag, 15 Minuten, oder ein Waldspaziergang einmal am Tag. Ja. Diese bauen nämlich ebenfalls statistisch signifikant das Stresslevel ab. Kommen wir nun zum letzten Punkt, Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt viele Goldstandard-Studien zum Thema Oligomere proanthocyanidine, das heißt OPC, die sich positiv auswirken, dementsprechend auf die Blutfettwerte wie LDL, HDL, aber auch das Cholesterin. Der Verzehr von OPC senkte das oxidierte LDL und wirkt sich positiv auf das Lipidprofil aus, wodurch das Risiko von Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Personen mit leichter Hyperlipidämie verringert wird. Oder hier, diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Grape Seed Extract, das heißt GSE, als Nahrungsergänzungsmittel in einem, das ist OPC, in einem Programm zur Änderung des Lebensstils für Patienten mit dem metabolischen Syndrom eingesetzt werden könnte, sehen wir hier. Das war's. Unterstützen könnt ihr mich sehr gerne auf purazell.de für meine Arbeit. Ja. Meines Erachtens gibt es dort die besten Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland, unabhängig laborgeprüft. Ja. Und nicht nur vom Herstellerlabor geprüft, sondern wirklich unabhängig von einzelnen Instituten. Könnt ihr sehr gerne mal abchecken auf purazell.de. Das ist der einzige Weg, wie ihr mich unterstützen könnt. Wir sehen uns gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support.